So, und damit willkommen zurück hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio. Schön, dass ihr wieder da seid. Und habt den Vatertag gut überstanden. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht eine zu dolle Kopfschmerzen oder sonst irgendwas. Heute ist wieder ein ganz normaler Arbeitstag, Leute. Ein ganz normaler Arbeitstag. Deswegen wollen wir uns mal gleich mit dem nächsten Auftrag hier schauen, was uns heute erwartet hier. Harnstoff muss überprüfen, aufgefüllt. Der Fahrer hat Probleme mit den Haltewunschtastern gemeldet und Bauteil erforderlich Kühlmittelrohr. Was? Okay, also, das könnte auf jeden Fall interessant werden. Das dritte Teil müssen wir auf jeden Fall gucken. Ich habe keine Ahnung, wo ich da gucken soll. So, erstmal dieses andere. Dieses Harnstoff. Wie heißt es? Harnstofflösung. Das ist eins, das wir jetzt nicht ganz schnell hinkriegen. So, dann haben wir das nämlich auch schon drin. Wundervoll. So, ich kann schon mal hier die Türen öffnen. Probleme mit den 99%. So. So, da haben wir einen Taste, der kaputt ist hier. Oh. Oh. War der jetzt? Nee. Du warst es, ne? Ja, genau. So, oh. Machen wir erstmal ein Bild von. Haben wir bei dem anderen vorhin nämlich das Bild vergessen. Müssen wir gleich schon mal machen. Was wollte ich jetzt? Achso. Jetzt können wir das wegnehmen. Machen wir jetzt einfach hier ein Bild von der Klappe. So, machen wir das halt jetzt einfach. Okay, Haltestelle-Taste. Findet man den? Ersetzt er in Türen? Nee. Nee. Türen? Karosserie? Nö. Nö. Halteschlaufen. Hier. Sehr schön. Okay. Und so, was ist das dritte, was da kaputt ist? Oh. Ah ja, okay. Was sagen? Das stimmt hier gerade was nicht. Alles gut läuft. Das Problem, was ich halt immer finde, das sieht halt immer aus, ja. Also, ob du es jetzt nun austauschst oder nicht, das sieht halt immer so furchtbar aus. Ich finde, hier muss auf jeden Fall noch was passieren, damit man halt einen Unterschied merkt, ob es jetzt ein neues Teil ist oder halt ein altes Teil, ja. Das ist so ein Punkt, den muss ich hier bemängeln. So, Bauteil Kühlmittelrohr. Au ja, das sieht hier schon nicht mehr nett aus. Okay. Die Ratsche haben wir. Ah ja.
Ja, genau so meine ich es halt, ne? Also hier sieht man ganz klar, das sieht nicht mehr gut aus. Oh nein, oh nein. Ja, schluff, schluff, schluff. Hallo? Der war voll, auf jeden Fall. Perfekt. Zurück zur Abstellposition. So, Kühlung. Könnte man jetzt sagen, Lenkung, Hinterachse, Bremsregelung. Ersatzteil, Druckluft, Luftfederung, Getriebe, Abgas, Kraftstoff, Ibis, Beleuchtung. Hier, Kühler. Überhaupt, dass das hier ist, ne? Ich glaube, wir haben es so gerade gekauft versehentlich. Nee. Kühlmittelrohr. Toll. Kühlmittelrohr. So, und plus und so, jetzt müssen wir auffüllen natürlich. Da oben sieht auch nicht mehr süd aus. Der kommt bald wieder, der Kollege. Der kommt bald wieder. So, schön kippen, 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 kippen. Perfekt. So. Gut, dann probieren wir es. So, weg mit dir. Auf Wiedersehen. Huge. Wenn wir jetzt noch die Punkte zusammen haben, ich weiß gar nicht, was es kostet. 200 Punkte. Ja, das hört sich gut an. So, Kraftstofffilter des Motors muss gewechselt werden. Die Reifen der Mittelachse müssen gewechselt werden. Der Motorfilter muss gewechselt werden. Ui. So ein bisschen Glück, was jetzt noch hin?
Schau mal, Funktion, so Werkzeug, Slot 2, der hat 1000 Punkte. Oh. Ja, allein das hier, 5000 Punkte. Das ist echt unverschämt. Okay, der Kraftstofffilter des Motors. Ja, das ist das. Motoröl, nee, Motorölfilter muss gewechselt werden. Das ist schon ein größeres Teil. Die Reifen der Mittelachse. So, also, brauchen wir auf jeden Fall erstmal hier schon mal hier hinten. Und wir dürfen schon wieder hinlaufen, weil wir müssen nämlich die Radschuppe. Perfekt. So, schauen wir mal. Also. Du kommst raus. Dich brauchen wir. Und du bist aber irgendwo festgeschraubt. Und hier hängt noch ein Teil dran. Du musst der Anlasser sein, oder? Nee, oder? Nee, der Anlasser, der ist doch... So. Nee, hier ist der, genau, oder Starter. So, jetzt müssen wir mal gucken. Kübel. Ja, von unten sieht man natürlich jetzt gar nichts, ne? Ja, also hier unten ist blöd. Das ist eine blöde Position. Kommst du nämlich nicht wirklich ran da. Alles klar, müssen wir leider so machen. So, wo war jetzt Kraftstofffilter? Gehäuse. Was war das für ein Teil? Das ist Teil direkt daneben. Bitte hier. Wo ist hier? Da ist noch eine Schraube irgendwo. Ah, hier. Oh, ist jetzt hier unten ein Rohr dran? So. Damit haben wir den. Den Ölfilter. Na, jetzt wird es schon ein bisschen auf jeden Fall tiefgründiger jetzt. So. Motor. Kühler. So, das ist hier alles Motor.
Aber hier ist nichts bei. Abgas, Getriebe? Nee. Auch nicht, weil es ist ja nicht Getriebe. Batteriehalter. Ah ja. Ich brauche Öl, nicht Kraft. Was war das? Nee. Kühler. Ich hab schon wieder da irgendwas gekauft. Das ist blöd. Wir müssen da irgendwie sich irgendwas noch einfallen lassen. Wie sieht denn der Teil aus? Das wäre doch vielleicht erstmal eine Option. Was ist denn das für ein Teil? Ah ja, Ölfilter. Heißt direkt auch Ölfilter. Na ja, gut. Nichts anderes aus, hier ist er. Manchmal muss man es einfach nur sehen. So, ob wir das jetzt alles wieder zusammenbauen können. Halleluja. So, zusammensetzen. Ach, wir haben Kriegskraftstoffe gekauft. Oh. So. Jetzt wäre wahrscheinlich dieses automatische Gerät jetzt nochmal schneller. Ist das alles gewesen? Ja, ne? So, jetzt brauchen wir nochmal den Kraftstofffilter, den wir vergessen haben zu kaufen. Ach ja. Kraftstoff. Ach so, wir müssen ja noch Reifen wechseln. Oh. Da war ja noch was. So, da muss ich hier ein bisschen. Ach, Mensch. Da kann man schon wieder ran. Zu weit weg. Lass das. So.
So, und 4 Räder brauchen wir noch. So, jetzt ist mein ganzes Schund hier weg hier. Wechsel geht ja Gott sei Dank schnell, ja, das. Aber ich will ja brauche unbedingt schnell diese zweite Werkzeugtasche da. Das ist jetzt auch ein bisschen, dass ich jetzt hier gerade nicht rankomme. So. Okay, Leute, dann haben wir das. Und Folge ist dann jetzt hier nach auch zu Ende. Haben wir schon wieder schön wieder überzogen. Aber naja, so ist das. Und die Aufgaben jetzt immer größer werden. Wir erstmal wieder ablassen. Das bringt ja alles wieder nichts. So. Und ab dafür. Ja. So. Das soll es gewesen sein. Toll, toll, toll. Ja, das war's dann für die Folge heute. Vielleicht sehen wir uns morgen wieder. Würde ich mich sehr darüber freuen. Wenn ja, dann lasst ein Like da, schreibt in die Kommentare, was gefällt euch eher weniger und so weiter. Ihr wisst es. Das gleiche Spiel wie immer eigentlich. Ich muss mir mal einen Standardspruch auf wieder einfallen lassen. Wir haben immer noch nicht die 1000 Punkte, ich glaub's nicht. Gut, wir sehen uns wieder. Bis denn. Tschüss.